Hallo und herzlich willkommen zu Man of Medans. Oder Medan. Man of Medan, ne? So. Scheiße, du hast es vermasselt. Wir hätten das Boot zurückhaben können. Ja, ich weiß schon. Okay, jetzt haltet die Fresse! Lass uns doch einfach nur reden. Du willst reden? Dann aber leise. Ich sag, wie es ist. Fliss muss damit zu tun haben. Sie und diese Typen stecken doch unter einer Decke. Sie ist der Captain und sie rühren sie kaum an. Sie hat ihnen vom Mandschureigold erzählt. Sie hängt damit drin. Hast du den Verstand verloren? Wie kommst du auf diese Scheiße? Wie kannst du es wagen, du überprivilegierter Arsch? Ihr macht gemeinsame Sache. Du hast uns in die Falle gelockt. Hey, Arschloch. Halt die Klappe. Sitzen bleiben, alle. Du, komm jetzt mit. Finde raus, wie lang der Sturm noch dauert. Versuchst du was? Irgendwas Krummes? Dann gibt es Konsequenzen. Verstanden? Duke of Milana bittet Wetterbericht. Over. Duke, wir hören Sie. Ist alles okay? Over. Hey, können Sie uns neue Infos über den Sturm geben? Ist ein bisschen heikel hier. Over. Großer Sturm kommt da von Osten. Trifft Sie wohl ziemlich hart, sollte aber in einer Stunde bei Ihnen durch sein. Sie klingen gestresst, Duke. Brauchen Sie eventuell Hilfe, sonst kriegen Sie bei Sturm keine Panik. Mein Charter ist etwas problematisch. Läuft nicht ganz so wie geplant. Wir haben langsam ernsthafte Probleme mit... Hey, sei vorsichtig. Alles geht besser, wenn wir einander helfen. Das weißt du, oder? Scheiße! Hey! Bewegung! Jetzt! Ich schätze, du wolltest helfen. Also, weißt du, ist egal. Was ist denn mit Brad? Versteckt er sich irgendwo? Ich weiß nicht, wo er ist. Er ertrinkt. Wir müssen ihn da rausholen. Ist zu gefährlich. Brad, Kumpel, komm raus. Los. Thank you.
Alle sind noch am Leben. Noch? Das hätte auch anders kommen können. Gutherzig, wie ich nun einmal bin, möchte ich Sie auf das vorbereiten, was Ihnen bevorsteht. Gespannt? Okay, dann suchen wir doch beim Barden nach Inspiration. Der Kaufmann von Venedig, Akt 2, Szene 7. Der Prinz von Marokko holt eine Schriftrolle aus dem Auge eines Schädels und liest: Alles ist nicht Gold, was gleißt, wie man oft euch unterweist. Jedenfalls haben sie nun einen Punkt höchster Verzweiflung erreicht und möchten unbedingt zu ihrer Geschichte zurückkehren. Aber eines noch. Es ist vielleicht nicht alles, wie es scheint. Ah. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. La porte! La porte! Vite, la porte! Tire la tête d'allumage. Ghost Ship. Da drüben. Hey. Das Ding ist eine schwimmende Todesfalle. Oi. Auf sowas hier hätte ich gern verzichtet. Irgendetwas stimmt hier überhaupt nicht. Stehen echt alle Haare zu Berge. Wir wollen diese Idioten von uns. Ah, oh, Merde! Was war das?
Sam, Jan braucht ich Sie. Okay, ihr alle in den Raum. Wo sind wir denn hier? Nach unseren Beobachtungen ist dies eine Art Schiff. Und noch dazu ein verlassenes. Daher würde ich mal vermuten, dass es irgendeine Art verlassenes Schiff ist. Ach, echt, Sherlock? Schreibst du auch ein Buch drüber? Sei etwas nett, Fliss, er braucht das. Sitzen wir nicht einfach rum. Wir brauchen einen Plan. Genau. Wir sind nicht unbedingt in der besten Position, um irgendetwas zu tun. Wenn Ihre Aufmerksamkeit nachlässt, nutzen wir die Chance und verschwinden von hier. Ja, Mann, dem rostigen Kahn fehlt eine Tetanusspritze zum Ozeanboden. Wir haben schon versucht zu fliehen. Das ging nicht wirklich gut. Sie haben unsere Verteilerkappe. Ohne die kommen wir nirgendwo hin. Also, okay. Was genau ist eine Verteilerkappe? Stell dir vor, du redest mit einem, der absolut nichts über Boote weiß. Also, die Verteilerkappe leitet für gewöhnlich die Spannung von der Spule zu dem richtigen Rotor, der dann wiederum... Ohne sie läuft der Motor nicht. Und ohne sie fährt die Duke of Milan nirgendwo hin. Während diese Typen nach Mandschureigold suchen oder was sie auch meinen, auf diesem schwimmenden Sarg zu finden, sollten wir die Chance nutzen und nach einem Weg hier raussuchen. Fliss, ich wollte nur sagen, dass das vorhin war wohl ein Missverständnis. Wie bitte? Ich bin wohl also vielleicht etwas vorschnell zu dem Schluss gekommen, dass du irgendeine Art Abmachung mit diesen Typen hattest, aber ich meine, das stimmt ja eindeutig nicht. Die sind ja genauso fies zu dir wie zu uns, also ja. Ich übersetze das mal. Er sagt Entschuldigung. Nun, ich... Deine Entschuldigung ist akzeptiert. Cool. Cool. Was ich gefunden habe. Komm schon. Fuck. Warte mal. Was ist hier passiert? Bandenmord, Mord von 1947, Archäologe im Irak vermisst. 24 britische Archäologen sind im Zagros-Gebirge im Irak verschwunden. Die Hudson-Expedition warf letzten September in dem Königreich ein und war nach einigen Angaben den Relikten, nach eigenen Angaben den Relikten, bla bla bla.
warum das wohl abgerissen wurde. Was glaubst du, war dieses Schiff? Fräulein J. Rivera, Apartment 2. Hallo, meine Süße, ich vermisse dich so sehr. Noch 3 Monate bis zu meinem nächsten Urlaub und dann schließe ich dich in meine Arme. 3 Monate. Ich hatte mit den anderen Jungs Landgang. Wir haben ein paar Bier getrunken, aber keine Sorge, ich bewahre mir alles für dich auf, wenn du verstehst, was ich meine. Wie ist die Arbeit? Ich hoffe, dein Chef lässt dich in Ruhe. Ich weiß, du kannst auf dich aufpassen, aber ich fühle mich hilflos, weil ich so weit weg bin und dich nicht beschützen kann. Klasse! Von allen möglichen Orten starb ich auf einem Geisterschiff. Mhm. Beim Wachdienst in den Laderäumen habe ich viel Zeit zum Nachdenken. Es ist dunkel und unheimlich da unten. Einige der Jungs haben da eine Gestalt herumschleichen sehen. Aber ich trage dich immer bei mir, deshalb wird mir nichts passieren. Schon bald bin ich bei dir. Dann suche ich mir einen Job als Mechaniker und wir können heiraten und 2 Kinder bekommen. Wir werden für immer zusammen glücklich sein. In Liebe, Miller X. Echt unheimlich. Ich will echt nicht wissen, was diese Kerle mit uns anstellen werden. Hey, halt die Augen offen nach der nächsten. Was gefunden? Ich kriege ihn nicht auf. Hey, hierher. Wenn wir ihn aufsprengen, Freiheit. Wow, 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 wir wissen nicht, wohin dieser Schacht führt. Dann finden wir es doch raus. Soll ich ein Loch in die Wand schlagen? Oh ja, klar. Starker Mann, zeig's uns. Wir brauchen eine Ablenkung. Das wird laut. Ja, okay. Conrad, du machst das. Hey! Ja, ihr, Long John Silver und so. Was macht ihr denn da draußen? 8er-Stücke und eine Pulle voll rum, die einbeinigen Hackfressen. Ja, ihr schmierigen Korsaren. Ja, ja, ihr. Ich reiß euch die Piratenpapageien von den Schultern und zerstampf sie zu Regenbogen eintopfen. Hey. Ich warne euch. Ich bin Amerikaner. Wollt ihr, dass mein Präsident euch nach? Das wird er Fick nämlich. Dich. Euch alle. Persönlich. Fick. Persönlich. Hey, kannst du mich hören? Ich rede mit dir. Hallo! Beeilung! Der Scheiß funktioniert. Sind wir nun sicher? Wir müssen jetzt weiter. Sieh mal, sie haben sich schön gemacht. Komm schon. Hier muss es irgendwo Treppen geben. Was haben wir hier? An die gesamte Mannschaft, Regeln zum Extrawachdienst. Aufgrund der Spezialsicherheitsvorkehrungen für diese Mission müssen wir diese Zusatzabläufe vom Soldaten im Wachdienst befolgt werden. Doppelte Wachposten an allen Türen und auf den Rundgängen. Keine Gespräche, keine Ablenkungen, keine Zigaretten, kein Alkohol, keine Spiele.
Wachen, die diese Regeln missachten, müssen mit strenger Bestrafung rechnen, bis zur und inklusive der Anklage vor dem Militärgericht. Auf Anordnung von Captain Ford. Leute, niemand betritt A3. Ganz ernsthaft, niemand. Mhm. A3. Und dann waren da noch geheimnisvolle Stinkesocken und Boxershorts. Ich will nur wissen, wo zur Hölle alle sind. Hier müssten Dutzende Leute an Bord sein. Hunderte. Wie konnten die alle verschwinden? Und ihr Zeug ist noch hier. Das stimmt hier nicht. Wo ist der Sie sind hier, Pfeil? Okay. Liebe Alice, ich komme endlich nach Hause, noch einmal über den Pazifik und ich bin wieder bei euch. Ich kann es kaum erwarten, sagt Ned und Nancy, sie können sich schon einmal auf die Geschenke freuen, die Daddy für euch alle hat. Ich bin froh, wieder auf See zu sein. An Land ist es hier heißer als in Oklahoma im Sommer. Aber deine Briefe haben mir geholfen, all das durchzustehen. Ich werde zensiert, aber das ist vermutlich gar nicht so schlecht, weil die anderen sie manchmal klauen und lesen. Ich möchte nicht, dass sie unsere Briefe lesen. Ich weiß... Punkt, Punkt, Punkt. Ah, ich habe gar nicht auf die Rückseite geguckt. Es macht mir echt Angst. Er behauptet ständig, ein kleiner Junge befinde sich an Bord und es hört sich so nach Ned an. Ich weiß nicht, dass er sich nur über mich lustig macht. Wir haben garantiert keinen blinden Passagier an Bord. Die Offiziere sind jetzt nach Kriegsende viel zu gerissen. Ich wette, sie löschen diesen Teil. Hier drehen wirklich alle langsam durch. Ich muss jetzt aufhören, Süße. Irgendwer schlägt da draußen Krach. Noch mehr Arbeit für mich. Ich melde mich bald wieder. Robert. Geruselig. Geruselig? Ja, wir haben schon mal so ein scheiß Kind gehabt. Oh, das ist gut. Ich frag mich, wo die alle sind. Vielleicht sind alle in einem Frachtraum wegen der Überraschungsparty.
kleinen Tierschädel. Also ein Rattenschädel. Donnerstag, der 12. Der Captain hat den Alkohol für die ganze verdammte Reise verboten. Es gibt kaum etwas, das einen so sehr die Stille auf diesem Schiff hören lässt, wie kein Alkohol. Die beiden Blödmänner Wilson und Anderson haben sich direkt nach dem Ablegen in die Wolle gekriegt. Aber der alte Ferris hat das Ganze schnell beendet und seitdem ist es hier so ruhig wie in einem Gotteshaus. Ich habe mit einem Kerl gequatscht, der beim Einladen der Fracht geholfen hat. Und der hat mir erzählt, dass das, was er eingeladen hat, Särge waren. Vielleicht nichts Ungewöhnliches, aber er meinte, dass da war so ein Kerl und er hätte ganz genau aufgepasst, wie die Särge in einen der Frachträume gebracht wurden. Extrem genau. So eine Behandlung bekommt nicht jedes normale Frontschwein. Also habe ich überlegt, wer wohl in den Kisten steckt. Freitag, der 13. Perez behauptet, einer der Jungs hätte aus geklautem Proviant irgendeinen Fusel zusammengebraut. Wir treffen uns nachher im Frachtraum, um ihn zu probieren. Der Alkohol war ein Reinfall. Perez meinte, nach 4 Tassen hätte er sich beschwipst gefühlt, aber ich finde, er hat nur Blödsinn verzapft. Das war alles, aber kein Sprit. Samstag, der 14. Hab gehört, einer der Jungs hat sich da reingeschlichen, wo die Kisten stehen. Werd mal mit ihm reden und herausfinden, was er gesehen hat. Vielleicht sagt er mir sogar, wie ich reinkomme. Der Plan steht. Er meint, er kann mich reinschmuggeln. Wir sehen uns sie heute Nacht an. Hätte ich noch umblättern können? Nee, ist nichts mit Umblättern. Jut, jut. Ist irgendjemand? Shh. Seid jetzt leise. Seht mal. Da ist die Verteilerkappe von der Duke. Ganz sicher? Ja, bin ich. Was hat? Ich werde sie mir holen.
ist die Chance. Schnapp sie. Hast du so lange auf? Was glaubst du, was ich mache? Okay. Schön aufpassen. Yo, Brad, komm schon, wir müssen das durchdenken. Oh mein Gott, jetzt warte mal. Heiliger Mist. Wir haben Fliss. Die Scheißfresse. Wo sind die anderen? Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas. Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. Okay, ich seh dich. Komm schon, komm raus. Stell dich rüber zu ihr. Wir folgen ihm. Nicht aus den Augen lassen. Was soll das? Ich dachte, wir folgen ihm. Wir müssen Abstand halten. So können wir sie überholen. Hoffentlich ist das schneller. Ich mach das. Also ich glaube, das lief jetzt nur so suboptimal. Was war das? Hörst du das? Vielleicht war das ein Eisbär. Nicht lustig. Ja, Leckerchen. Soupe du jour, Mademoiselle? Als ob du dich in der Küche auskennst. Bitte, bleib cool. Ich mach doch nur Spaß. Hey, hier steht, heute gibt's Rinderragout. Lecker. Es sieht so aus, als wäre an diesem Tag alles zum Stehen gekommen. Das ganze Schiff ist eingefroren. Eingefroren. Hey, Vorsicht damit. Wir sollten jetzt keinen Blödsinn machen. Nettes Messer. Könnte ein schönes Mitbringsel für meine Angreifer werden, wenn du verstehst.
Man weiß ja nie. Vielleicht brauchen wir es. Selbst. Wow. Okay, was ist das denn hier? Ich glaube, wir müssen hier wohl durch. Gevatter tot. Halt. Hier stimmt was nicht. Was? Was? Irgendetwas ist mit uns hier drin. Hast du... Ich meine, hast du nichts gehört? Okay, dann sollten wir weiter. Ich habe irgendwas gesehen. Es hat sich in den Schatten bewegt. Julia, jetzt reiß dich zusammen. Jetzt lach mich bloß nicht aus. Okay, wir waren hier schon. Bin mir ganz sicher. Wir laufen hier im Kreis. Was willst du jetzt tun? Umdrehen? Hier sind wir schon gewesen. Bleib cool, Jane. Ja. Okay, nein. Da mache ich nicht mit. Was? Olle Särge und scheiß Kapellen? Nicht mein Ding, weißt du? Hast recht. Es ist eklig und krass. Wir müssen ganz schnell hier raus. Und wir müssen Fliss finden. Okay, gut. Können wir dann die Fliege machen? Was ist das? Hey, der hier hat einen Namen. Was machen die eigentlich hier? Ich glaube, für ewig auf einem Geisterschiff festzuhängen, ist ein blöder Plan A. Wen interessiert's, wer die sind und was die hier tun? Die sind tot und wir nicht, und das soll auch so bleiben. Echt mieses Mojo, Alter. Okay, weg hier. Sofort! Weg, weg, weg! Weg, weg, weg! Das sind ja ganz schön schwere Schlösser an den Särgen. Warum sind da Ketten und Schlösser? Tja, so kann man eine Beziehung auch beenden. Sieh mal der hier. Wie für ein Kind. Will ich nicht wissen. Hauen wir ab. Ja! Vielleicht ist das Baby Dracula. Und das sind seine Eltern. Und alle schlafen in Erde aus ihrer Heimat. Und dann stürzen sich alle auf Conrad und saugen ihn aus. Ende. Was ist los? Psst. Oi. Was ist? Da! Was? Ernsthaft? Willst du mich ausflippen sehen? Hä? Können wir einfach hier weg? Tja. Doch kein Kopf.
oben so blitzeblank? Weißt du das? Aspirin. Könnten immer noch helfen. 4 Jahre Studium und du verschreibst mir 80 Jahre altes Aspirin und sagst bis morgen? Davon wird er aber nicht krank, oder? Hey. Hey, jetzt ist nicht die Zeit für doofe Spielchen, im Ernst. Ich halt's nicht aus. Was ist das denn? Nein, lass das, das ist doch eklig. Oh. Ich glaube, der ist genauso drauf wie ich. Vielleicht mal Luft schnappen. Conrad! Was zur Hölle? Ist der vor Angst krepiert? Echt gruselig. Okay, der Typ hatte eine Appendizitis. Das ist ziemlich normal. Und dann starb er an einem fetten Herzinfarkt. Das ist gar nicht so normal. Hashtag nö. Nö. Und hatte nur eine Blinddarmentzündung. Er ist bestimmt vorgelaufen. Conny? Psst, psst, still. Ich schreie, wann ich will. Conny! Wo zur Hölle ist er hin? Typ mit Hammer. Wohin bringst du mich? Du glaubst, das sage ich dir? So, aber an der Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch was. Bye, bye.